Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, genau, Let's Play FIFA 16 Karriere. Wie sind wir denn da? Und wir haben zwei Niederlagen zu verzeichnen, jawohl, das haben wir. Und zwar einmal gegen die Bayern und einmal gegen Hoffenheim im Stream, jawohl. Aber wir haben unsere Mannschaft geupgradet, wir haben neue Spieler am Start. Und zwar Lukaku und Afdijay. Afdijay, doch, ist richtig, glaube ich, ausgesprochen, ne? Hoffe ich, weiß es nicht. Naja, Mustafi, Tah und Timo Horn. Ja, das war noch so ein Breaking News auf allerletzte Sekunde Wechsel. Ja, der ist auch mit am Start. Und ihn hier, Suquez. Aber ich weiß nicht, ob der spielen wird jemals, ich habe keine Ahnung. Aber, naja, vielleicht ist er ja nicht schlecht. Weiß man nicht, ansonsten leihen wir einfach weiter, wenn er nichts bringt. So, jetzt spielen wir das gegen Gladbach. Wir haben 9 Punkte Rückstand auf die Bayern. Aber ich sag mal so salopp, es ist noch alles drin. Ja, also jetzt den Kopf in den Sand stecken wäre falsch. Aber wir müssen jetzt natürlich anfangen, hier unsere Spiele zu gewinnen. Wir setzen Tiedemanns mal auf die 10. Einfach, weil er so ist. Fertig ist er da oben. Außerdem würde ich gerne Reus hier so ein bisschen, ne? Doch wieder ein bisschen offensiver und auch den guten Mkhitaryan. Nein, warte. Ah, was mache ich? So, jetzt. Bastian, setzen wir noch ein bisschen hoch. Perfekt. Also, ziemlich krasse Offensive auf jeden Fall. Geht nochmal auf der 6, ist okay. Wobei Weigl natürlich auch mal wieder eine Chance verdient hätte, aber das passt erstmal so. Komm. Belassen wir es mal dabei. Ake. Tauschen wir mal gegen Dorm gerade. Weiß ich nicht. Ake hat mir nicht so gefallen gegen Bayern. Der hat da gegen Lahm. Auf den Außen, weiß ich nicht. Der Lahm hat 2 Tore geschossen. 2 über die rechte Seite, das ist natürlich schon ein bisschen gewesen. Aber sonst, glaube ich, haben wir ganz gute Neuerungen. Also ganz gute neue Spieler. Das kann weg. Nationaltrainer auf Härte. Nee. Wir haben ein monatliches Scouting-Upgrade. Wir verpflichten einfach mal alles. Ja, her damit. Jo. Und ihn natürlich auch. Komm. Wir probieren es einfach mal. Oh, wir haben noch ein Scouting-Upgrade. Guck mal. Wiegel. Holen wir uns mal hier wirklich aber nur die Besten. Aus Deutschland. So. Perfekt. Okay. Alles klar. Und wir haben eine Trainingsverletzung für Bruno Paulista. Prellung an der Wade. Dann hätte ich ein bisschen doof, nicht? Eine Prellung an der Wade will keiner haben, du. So, pass mal auf. Können wir jetzt eigentlich... Jugendstab. Fußballschule, guck mal. Aha. Jugendstab, ach guck mal. Scout auch noch, euer Netzwerk wird eingerichtet, Scoutbericht verfügbar, alles klar. Cool. Dann sehen wir hier natürlich noch unsere Fußballschule. Wer hier was gemacht hat. Alter, der hat 60 schon mit 17. Holla. Der ist aber... Den sollten wir vielleicht mal im Auge behalten. Mit 17 schon 60, Alter. Das ist schon ziemlich krass. Boah. Also den sollten wir mal im Auge behalten, den guten Khalid. Ah, das könnte mal einer werden, du. Das könnte mal einer werden, das sag ich dir. So. Aber jetzt, wie gesagt, liegt unser Fokus natürlich erstmal auf dem Spiel gegen Gladbach, die ganz schön abgerutscht sind in der Tabelle. Aber es ist doch alles ziemlich eng da oben. Ah, Bremen, Bayern, die sitzen uns ganz schön im Nacken. Und die Bayern, ey. Die sind uns weit voraus, muss man tatsächlich sagen. 12 Punkte mittlerweile, das heißt, die haben ihr Spiel gewonnen. Das heißt für uns wiederum, wir müssen uns das Spiel auch gewinnen. Gegen die Borussia aus Mönchengladbach. Und es ist neblig im in der Westfalen-Arena, beziehungsweise im Westfalen-Stadion, aber es ist ja eigentlich ist ja die, der Signal Iduna Park. Aber ich hoffe mal, dass Lukaku jetzt mal ein bisschen aus sich rauskommt. Der große Transfer, so viele haben sich Lukaku gewünscht. Jetzt ist er da. Okay, auf geht's, komm. 3 Punkte gegen die andere Borussia. Das, was ich mir wünsche. 3er gegen Borussia Mönchengladbach. Okay, bitte nicht. So, hier sind wir nochmal die Tabelle. Oh. Doch, geh die Party ab, du, das sag ich dir. Timo Horn hat das erste Mal von Beginn an jetzt im Tor von Borussia München. Ja, von Borussia Mönchengladbach, genau. Von Borussia Dortmund natürlich. Da bei ihm. Oh, dem können wir mal die Nummer 1 geben. Ja, dem
müssen wir dringend mal die Nummer 1 geben. Dem Timo. Dem alten Hörnchen. Zum Glück sind wir den Birki los, Alter. Weiß ich, der war nicht mehr so... Ja, der hat mir nicht mehr gefallen, ey. Weiß auch nicht. Der hat zwar gute Ansätze gehabt, aber... Ich finde diese Bälle gegen Hoffenheim und Bayern, die waren teilweise echt haltbar. Keine Ahnung, ey. Stark, Tielemans. Tielemans. Ah. Dorm versucht sich da. Kommt nicht hin. Stindl. Ja, gute Möglichkeit für die Borussia, aber stark verteidigt von Mustafi. War gar nicht Mustafi, das war Piszczek, Alter. Was macht der denn da? So, Mkhitaryan. Guck mal, der Platz, Alter. Der Platz. Lauf. Oh, jetzt ist die Baller vorne plötzlich als Kopfballspieler. Was ist das denn? Scheiße, ey. Aber ich glaube, ich hätte die Flanke einfach weiterbringen müssen. Ich glaube, Lukaku stand da oben auch bereit, ne? Bammt. Dorm und Kopfball zurück zum Hörnchen. Zum Timo Hörnchen, du. Mkhitaryan. Tielemans, Dybala und Mkhitaryan. Ah, schön gespielt. Dybala. Ah, ein bisschen zu locker leicht. Sah an sich ganz gut aus, aber war ein bisschen zu easy weasy gerade. Aber wir sind dran. Vorsicht, Oscar Wendt. Janschke, Chaka. Wir stehen natürlich sehr, sehr offensiv. Wendt, hoher Ball. Auf Hazard. Aber guck dir Mkhitaryan an. Der ist da. Und das Hörnchen. Mit einem Gigantenpass auf Marco Reus. Zu weit. Oh. Schade. Und Reus. Stark gemacht von Tielemans. Och, Marco, was ist das denn? Nein! Voll vorbeigegrätscht. Super. Und Jonathan Tah. Ist da in der Mitte. Der ist Tah. Achtung. Schön gespielt. Alter. Hans Herrmann. Das ist der Mist. Ey, was wir momentan für Tore kassieren, ne? Das ist der reine Wahnsinn. Guck dir das an. Er bolzt ihn ins Torwart-Eck. Mit Carajo. Das ist nicht zu glauben im Moment. Hä, was macht er denn? Das ist nicht klar. Das ist nicht klar, ey. Unfassbar. Erster Angriff von Gladbach. Direkt das 1-0. Und das Hinspiel haben wir 3-0 gewonnen. Im Borussia Park. Überleg dir das mal. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Schön gespielt. Nee. Oh Gott. Na gut, die Mannschaft muss sich erst einspielen, das ist klar, aber... Die darf natürlich auch nicht zu lange brauchen, weil der Abstand auf Bayern... Der wird nicht kleiner. So, Mkhitaryan, jetzt mal eine schöne Flanke auf Lukaku da oben. Nee. Ey. Kollege. André Hahn. Der ist schnell. Ui. Oder mal Glück. Da haben wir Glück, dass der das nicht direkt abpfeift und rot gibt, Alter. Boah. Das ist dunkelgelb. Boah. Mehr als dunkelgelb von Mustafi. Puh. Fast schon gesagt, eigentlich rot. So, Dybala. Nein! Doch! Schön gespielt. Dybala! Nein! Oh nein! Weißt du, ich liege mir noch auf dem starken linken. Wir machen eigentlich alles richtig. Mit Dybala und dann. Ja, und dann. Das kann's nicht sein, Mann. Das kann's nicht sein. Boah, wie ärgerlich. Nee. Schön. Mustafi. Piszczek. Und wieder Dybala. Stark.
Lukaku! Schade, schade, schade. Aber wir kommen. Wir sind dran. Starker Ball auf Reus. Quatsch, auf Turm. Das ist Reus. Lukaku. Ja. Braucht eine Anspielstation. Da haben wir eine. Mehr oder weniger. Oh, was mache ich da? Das ist dumm. Das ist dumm, was ich da probiere. Schön. Lukaku. Oh, nein. Schön von Tielemans. Einfach mal dazwischen. Oh, gehen. Alter. Oh, schön. Und wieder Tielemans. Alter, der holt da reinweise die Bälle weg. Schön. So lob ich mir das. Auch als Zehner darfst du die Bälle holen. Gar keine Frage. Frei. Mustafi. Macht auch einen sehr guten Eindruck. Als Verteidiger. Dybala. Schön. Durm und Reus. Lukaku. Der Lukaku immer. Gold von Wolfsburg. Oh, Vorsicht, André Hahn. Viel zu frei da. Ne. So, erste Halbzeit ist gleich durch. Wir liegen 1-0 hinten. Das habe ich mir nicht so vorgestellt, ganz ehrlich. Aber wir haben Gladbach seitdem total im Griff. Wenn die scheiß Fehlpässe nicht dauernd wären. Ansonsten sieht das nämlich ziemlich gut aus. Scheiße. Naja, gut. Okay, wir haben nur eine zweite Halbzeit vor uns. Also, die Ball ist Kopf da los. Grafik voll am Eskalieren, ey. Komm schon, Mann. Ich lass die Mannschaft mal so, wie sie steht. Wir probieren es nochmal so. Werden aber nicht drum herum wegkommen, hier auch gleich mal zu wechseln. Lukaku. Dorm. Und Tielemans. Tielemans! Oh. Gündogan muss da hinterher. Gündogan holt sich das Ding. Prima. Horn. Ui. Boah. Pisscheck. Tielemans. Und Mkhitaryan. Jetzt mal Lukaku einsetzen. Genau so! Nein! Ah, die Flanke an sich war super. Vielleicht ein bisschen mehr Drill, aber sonst war die echt gut. Reus mit der Flanke. Wir haben ja die langen Stöppels jetzt da drin. Boah. Und Reus. Direkte Flanke. Nein. Da war niemand. Da war niemand, hör mal. Ich glaub's dir nicht. Tielemans. Oh, ja. Ah. Sieht gut aus, ne? Aber bringt ja nicht, wenn er nicht springt, ne? So, Vorsicht. Jetzt wieder so ein Konter von Gladbach. Aber gut unterbunden. Mkhitaryan. Und die Baller. Kommt schon! Ah. Komm, wir wechseln. Wir wechseln und zwar Lukaku, der bis hierhin komplett blass geblieben ist. Rein. Raus und dafür Jesus. Und auf der 6 bringen wir mal Weigel. Ja. Let's try it out. Weil ich habe das Gefühl gehabt, mit Weigel, der ist auch so ein bisschen offensiv noch gewesen teilweise. Aber wenn er das jetzt vielleicht nicht unbedingt kann. Scheiße, ich dachte, Thale geht ein bisschen durch. Kacke. Komm, Tielemans. Ja. Oh. Stindl.
Ja, Gladbach findet halt immer noch einen Weg, ne? Immer noch einen Weg, sich da irgendwie rauszuspielen. Schön. Aber da ist niemand. Oh. Hazard. Pisscheck, passt auf. Prima. Alter. Auch kurz vor 12, gerade bei der Ballannahme. Durm. Schön auf Reus. Tielemans. Komm, probier's aber mal. Reus! Nein! Was ist mit meinem Reus? Ey. Gibt's doch gar nicht. Die Ecke ist gut. Sommer kommt wieder dran. Oh, das tut weh. Ball. Was? Komm, da war doch Ball gespielt, Alter. Gut, vielleicht erst ein bisschen Mann und dann Ball. Zeig mal. Ja, okay. Das sah im ersten Moment anders da aus. Dachte vielleicht so. Oh, stark. Von Dybala da direkt gegen gekämpft. Komm, Weigel. Gib's mir, Bro. Sehr schön. Oh, als nächstes geht's gegen den HSV. Ja, prima. Oh. Auch kein Ballglück im Moment, ne? Weigel holt sich das Ding. Gibt einmal für uns, oder? Jo. Super. Keine Ahnung. Vegetarian. Nimmt Tielemans mit. Schön gespielt. Tielemans! Ah, gibt Eckball, immerhin. Vielleicht mal von der anderen Seite jetzt. Jo, sehr schön. Vegetarian macht das. Flagge kommt. Wieder zum Abschlusstor. Ey, die Torhüter sind so immer bei Eckbällen, ne? Schon ein bisschen übertrieben. Weigel. Schön. Und direkt weg damit. Oh Mann. Dorn. Auf Pisscheck. Der das gut macht. Dybala. Schön. Vegetarian. Und Tielemans. Das kann doch nicht sein, Alter. Letzter Wechsel. Machen wir in der Offensive. Werner bringen wir. Und Dybala mal auf die 6. Nee, Dybala bleibt da, oder? Warte mal, nee, machen wir anders da. Reus auf die 6, auf die 10. Werner auf links. Oh, genau, so machen wir es. Schade, ey. Ich hätte Tielemans gerne weiterspielen lassen, weil er sich schon wieder fast am Sauerstoffzelt. Oh, Jungs. Alter, ist doch nicht wahr. Hermann. Flanke. Ist gut, da ist aber zum Glück niemand. Von unten kommt Traoré. Oh, schön gespielt. Oh, Timon. Sehr schön. Gute Parade. Vom Hörnchen. 84. Eckball kurz. Willi Hermann. Weigel macht das erst gut. Oh, es gibt Abstoß, es gibt Abstoß. Sehr gut. Sauber. Ideal gelöst. Mustafi. Pisscheck. Wieder Pisscheck. Kein Abseits. Foul. Ah, da hat der Wendt mal eingelangt. Gibt direkt die Gelbe. Sehr schön. Okay. Komm, wir probieren es direkt. YOLO, Alter. Reus. Reus! Reus! Marco! Marco Reus! Was ist hier los? Ist der war.
Alter! Schöne Kiste, ey! Hammer! Marco Reus mit dem Tor! Was für ein schönes Ding! Komm, da geht noch was! Freistoßtor, aufgezeichnet, sehr schön! Ah, könnt ihr euch angucken, abonniert mich, favorisiert mich auf Xbox Live, yo! Gott! Weigel! Weigel! Nein! Nein! Nicht dahin! Der ist weg! 4 Minuten gibt's! Komm! Weigel! Oh, Foulspiel! Wieder Weigel! Oh, die Balle hält den Kopf dahin! Respekt, hätte ich nicht gemacht! Nein! Ach, der Werner, ey, der rennt dahin! Oh, nach vorne! Nee, ist aus! Scheiße! Und wieder 2 Punkte verloren auf die Bayern, ey. Das ist... Also ich sag mal, grob ist die Meisterschaft vorentschieden. Ich will nicht sagen, dass sie schon komplett entschieden ist. Aber... Ja. Wir müssen halt einfach eigentlich die Bayern immer schön von hinten... Weißt du? Also, ja. Ihr versteht das eh wieder falsch, ich weiß. Ich weiß schon Bescheid. Modulis Scouting Upgrade, was haben wir da? Potenzial 84. Oliver Feig. Was ist er denn? Wisst ihr nicht. Scouting fortsetzen. Passt. Okay. Ah, so eine Kacke, ey. So ärgerlich. Kommen wir auch nochmal Training rein hier. Passt. Dann machen wir durch so eine Molin hier. Ah, so ärgerlich. So ärgerlich. Naja, was willst du machen? Was willst du machen? Ich würde sagen... Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffen wir einfach mal, dass wir dann mal wieder einen Sieg einfahren. 3 Spiele sieglos. Also muss gegen Hamburg der Dreier her. Ne? In der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.